Über diese Thematik möchte ich weitersprechen mit Clemens Wergin, Erste Welt, Chefkorrespondent der Außenpolitik. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ja, die große Frage, warum diese Drohung? Gibt es da irgendwelche Hintergründe, die das erklären könnten? Naja, Erdogan ist schon seit Jahren dabei, sich als der Anführer der islamistischen Bewegung in der Region zu positionieren. Und das ist jetzt klar wieder der Versuch, da sich quasi in eine Führungsrolle zu kommen. Die Türkei ist auch seit vielen Jahren Rückzugsgebiet der Terrororganisation Hamas. Neben Katar ist die Türkei das wichtigste Standbein der Auslandsoperation der Hamas. Die Türkei hat auch, hat den größten Teil des Hamas-Investment-Portfolios in der Türkei. Früher waren Teil davon in Saudi-Arabien. Die Saudis haben die Hamas rausgeschmissen. Dann sind sie in die Türkei gegangen, wo sie von Erdogan mit offenen Armen empfangen wurden. Erdogan hat eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit militanten und terroristischen, islamistischen Organisationen. Und das ist nur ein weiter Beleg dafür. Jetzt haben wir es ja gerade auch schon einmal gehört. Natürlich auch eine schwierige Situation als NATO-Land. Die USA, Deutschland unterstützen Israel. Was würde das jetzt konkret bedeuten, wenn tatsächlich türkische Soldaten nach Israel gehen? Wie müssen die anderen NATO-Staaten reagieren? Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Es ist sehr viel heiße Luft, was Erdogan da abgelassen hat. Es wäre aber, glaube ich, notwendig, dass auch aus dem NATO-Zentrale in Brüssel mal klare Worte kommen, weil Erdogan immer solche seltsamen Alleingänge macht. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass sich das westliche Bündnis ganz klar davon distanziert, dass sich die Bundesregierung dazu äußert, aber auch, dass Stoltenberg sich dazu äußert, dass das keineswegs gedeckt ist von irgendwelchen anderen NATO-Partnern. Schauen wir jetzt gerne einmal auf das Kriegsgeschehen in Israel. Es hat am Wochenende einen schweren Angriff gegeben aus dem Libanon von der Hisbollah-Miliz. Dabei kam es zu Toten und Verletzten bei einem Fußball-Kinderspiel. Was ist da jetzt die Folge daraus? Israel hat klargemacht, es wird Reaktionen geben. Steht ein Zwei-Fronten-Krieg jetzt kurz bevor? Israel hat den Zwei-Fronten-Krieg ja schon seit dem 8. Oktober. Am 7. Oktober hat die Hamas das riesige Massaker unter israelischen Zivilisten im Grenzgebiet angerichtet. Am 8. Oktober ist die Hisbollah in diesen Krieg eingestiegen und hat die zweite Front eröffnet. Beschießt seitdem Israel mit Raketen und Drohnen. Mehr als 6.000 Geschosse sind von der Hisbollah auf Israel abgeschossen worden in diesen 9 Monaten. Israel hat bisher zurückhaltend reagiert, hat quasi immer nur situativ reagiert auf Hisbollah-Angriffe und dann ihrerseits Kommandeure ausgeschaltet auf der Hisbollah im Libanon. Ich glaube, man kann jetzt sagen, dass diese Strategie nicht gefruchtet hat, weil sie die Hisbollah nicht davon abgehalten hat, Israel weiter anzugreifen. Was jetzt zu diesem Massaker an Kindern geführt hat, 12 tote Kinder im Norden Israels, auf dem Golan. Hisbollah hat erst die Verantwortung dafür zurückgewiesen, weil das für sie quasi peinlich ist. Das sind nämlich Drusen, die da getroffen wurden, ein drusisches Dorf, das früher vor 67 zu Syrien gehörte. Das ist ein großer Teil dieser Bewohner dieser Dörfer, haben auch noch die syrische Staatsbürgerschaft. Die haben also eigentlich gar nichts zu tun mit diesem Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und das ist natürlich eine große Peinlichkeit für die Hisbollah, was da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz muss Israel darauf reagieren, weil ganz offensichtlich ist, dass die Abschreckungswirkung, die Israel hatte, deutlich erodiert ist und dass diese Abschreckung gegenüber dem Iran-Klienten Hisbollah wieder aufgerichtet werden muss. Also wird genau zu beobachten sein, wie es dort jetzt auch an dieser Front weitergeht. Vielen Dank für die Einschätzungen. Danke.